Gut, also es geht jetzt zunächst mal um Computer Vision. Luisa Pragst, Nelly Nathan und David Tierbach werden uns zeigen, wie man mit einer Kinect Modelle von Objekten erzeugen kann. Dankeschön. Hallo, ich bin Luisa Pragst. Ich stelle das heute allein vor, meine Kollegen konnten leider nicht. Ja, wie gesagt, ich stelle euch vor, wie man mit einer Kinect so solche Objekte, mit denen habe ich hauptsächlich gearbeitet, eine 3D-Repräsentation machen kann. Ja, und da steht jetzt zum Beispiel 3D Point Registration. Das ist die Frage, was ist das überhaupt? Was versucht man da zu erreichen? Ja, also das Ziel dabei ist einfach, man kriegt zwei Bilder von so einem Objekt. Wenn jetzt jemand von da eine Aufnahme macht und jemand von da, da sieht man verschiedene Perspektiven von diesen Objekten. Und da möchte man jetzt ein Bild draus machen, damit man da eine bessere Präsentation hat, von der man mehr von diesen Objekten weiß. Ist natürlich relativ schwierig. Und damit ihr euch jetzt erstmal überhaupt ein bisschen besser vorstellen könnt, wie das funktioniert, habe ich auch noch ein kleines Video. Also das ist das Video, da seht ihr mal so eine 3D-Point-Wolke. Das heißt einfach, es sind verschiedene Punkte, die repräsentieren jetzt die Oberfläche. Man sieht ganz gut, das ist hier von dieser Kiste, einfach dieses Eck hier vorne, von der Tasse, diese Rundung, sind die roten Punkte. Ja, einfach damit ihr mal wisst, wie das ist, wie das aussieht. Und man sieht natürlich auch, das ist unvollständig. Also es ist nicht die ganze Kiste als 3D-Modell abgebildet, sondern nur dieser vordere Teil, den ein Bild von der Kinect eben aufgenommen hat. Man kriegt jetzt noch ein anderes Bild, was ähnlich aussieht, aber eben aus einer anderen Perspektive. Und die versucht man jetzt eben zusammenzufügen. Ja. So, was haben wir jetzt für Probleme dabei? Wir wissen von Anfang an eigentlich nicht, wie diese zwei Bilder zueinander stehen. Also als Mensch erkennen wir natürlich, was ist da jetzt dasselbe Objekt. Der Computer erkennt es nicht sofort. Da braucht man irgendeine Idee, wie der Computer das jetzt auch erkennen kann. Weiteres Problem ist, wenn er es erkennt, wir haben natürlich viele gleichartige Flächen. Zum Beispiel hier bei der Kiste haben wir sehr, sehr viele Geraden. Und jede gerade Fläche passt theoretisch auf jede andere gerade Fläche und man weiß auch eher schwierig, welche gerade Fläche jetzt zu welcher anderen gehört. Das ist auch noch so ein Problem, mit dem man sich beschäftigen muss. Ja, unsere Aufgabe war eigentlich in dem Projekt, ein Paper umzusetzen, das da eben so eine Idee hatte, das heißt Point-Feature-Histogramme. Mit denen kann man so ja, die Umgebung von Punkten beschreiben. Genau, also das ist so die grobe Idee. Dass es unabhängig ist von der Orientierung im ursprünglichen Koordinatensystem. Also wir nehmen hier einen Punkt, wir beschreiben ihn durch seine Umgebung, sagen, da liegt er auf einer geraden Fläche und können dann im anderen Bild gucken, finden wir da auch Punkte, die in einer geraden Fläche liegen und können das dann eben aufeinander abbilden. Ja, das sollten wir eben umsetzen und damit ihr überhaupt versteht, was wir da umgesetzt haben, erkläre ich auch noch kurz, wie das funktioniert. Und zwar der erste Schritt, um solche Point-Feature-Histogramme zu bekommen, ist, dass man die Normalen der Oberfläche schätzt. Man sieht hier jetzt ja, eben diese Kante von dem Objekt und die Normalen gehen eben in Richtung dieser Oberflächen, also die stehen hier senkrecht drauf. Je nachdem, wie man den Radius für Nachbarpunkte wählt, können diese Normalen ziemlich variieren. Wenn man die Normalen geschätzt hat, bestimmt man so charakteristische Winkel zwischen Nachbarpunkten. Das geht im Wesentlichen so, dass man immer zu einem Punkt alle seine Nachbarpunkte anschaut und dann ein neues Koordinatensystem macht mit der Normale, die man gerade geschätzt hat und da dann so ein paar Winkel sich raussucht, die das Ganze halt gut beschreiben können, wie diese Punkte zueinander stehen, beziehungsweise auch die Normalen der Punkte, wie die zueinander stehen. Das ist jetzt ein ganz neues Koordinatensystem, nicht das ursprüngliche, in dem die Punkte drin waren und ist nur abhängig von den Punkten zueinander und darum ist es so gut geeignet, um das zu beschreiben. So, was dann rauskommt, ist eben so ein Point-Feature-Histogramm, das kann man hier jetzt mal sehen. Das sind jetzt die verschiedenen Winkel, die wir vorher gesehen haben. Das 1 ist Alpha, 2 ist Phi und 3 ist Theta. Und oben ist abgetragen, wie oft ein bestimmter Winkel in den Nachbarpunkten eines, also in den Beziehungen vom Punkt zu den Nachbarpunkten eben vorkam. Und die sehen auch relativ verschieden aus. Da habe ich jetzt mal drei Point-Feature-Histogramme abgebildet. Einmal für einen Punkt, der auf einer Fläche liegt, einmal für einen Punkt, der auf einer Rundung liegt und einmal für einen Punkt, der auf der Kante liegt. Da sieht man schon relativ große Unterschiede und damit, wenn man das dann eben auch noch auswertet statistisch, sieht man, das kann man relativ gut unterscheiden. Das ist dann hilfreich, um eben die Punkte einander zuzuordnen. So, wichtiger Punkt im weiteren Vorgehen ist jetzt die sogenannte Persistenzanalyse.
Das ist genau für das andere Problem, was ich vorher erwähnt habe. Dadurch, dass wir relativ viele Punkte haben, die auf einer gleichartigen Fläche liegen, können die natürlich alle den anderen Punkten auf einer Fläche zugeordnet werden im anderen Bild. Das möchte man eigentlich möglichst vermeiden. Darum macht man die Persistenzanalyse. Man versucht, möglichst einzigartige Punkte zu finden, die nur einmal vorkommen, damit man die dann im anderen Bild sehr genau zuordnen kann. Und von den Flächen würden eben ziemlich viele Punkte rausfliegen einfach. Okay, dann als nächster Punkt kommt eigentlich nur noch, dass man die Transformation berechnen muss. Ganz wichtig ist, die ist rigid, das heißt, es sind keine Verformungen zugelassen. Ist ja auch Quatsch, das Objekt verformt sich ja nicht plötzlich. Das geht im Großen und Ganzen so, dass man eben korrespondierende Punkte sucht und daraus dann berechnet, wie die Transformation ist. So, dann komme ich auch zu unserem Programm, was wir umgesetzt haben. Das sieht jetzt so aus. Da sieht man ganz oben links erstmal so eine Aufnahme von der Kinect, wie so ein Tiefenbild aussieht. Da sieht man auch wieder die Kiste, das ist das Eckige, und so eine Schale, die ich noch dazu genommen habe. Man sieht, die liegen ganz anders drin, völlig andere Orientierung. Da kann man erstmal fürs Programm sehr schlecht sagen, wie das jetzt zusammengehört. Unten links sieht man jetzt die zwei Schritte, die man durchführen muss. Einmal das PFH berechnen und einmal die Transformation berechnen. Und da gibt es jede Menge Parameter, die man einstellen muss. Die sind ziemlich wichtig. Wenn man die nicht ordentlich einstellt, wird das Ergebnis nichts. Und darum sind da auch noch so viele andere Bilder, die helfen dabei, diese Parameter richtig zu wählen. Zum Beispiel, was auch noch ganz wichtig ist, ganz unten, ich weiß nicht, das kann man nicht gut lesen, da steht zum Beispiel betrachtete Punkte. Da war ein Riesenproblem. Wenn man alle Punkte nimmt, braucht das zum einen sehr lang und es braucht auch wahnsinnig viel Speicher, weil das richtig viele Punkte sind. Wenn man zu wenig Punkte nimmt, hat man aber das Problem, dass ziemlich viele Details verloren gehen und dann kann man natürlich auch nichts mehr aussagen. Das ist also ziemlich wichtig, das richtig einzustellen. Und den Anfangsradius und das Wachstum vom Radius richtig einzustellen, ist auch extrem wichtig für die normalen Schätzungen. Das kommt gleich noch auf der nächsten Folie. So, jetzt erkläre ich noch kurz die ganzen anderen Bilder, die da sind. Die sind dafür da, die Parameter für die Transformation richtig zu wählen. Zum einen sieht man da zweimal Point-Feature-Histogramme, die jeweils zu den Bildern gehören. Die sollten einfach sehr ähnlich sein, weil wenn die nicht ähnlich sind, sind sich halt die Bilder nicht besonders ähnlich. Und dann ist es da auch schwierig, korrespondierende Punkte zu finden. Die vier schwarzen Bilder zeigen so ein Abstandsmaß zwischen den Histogrammen. Das heißt einfach, ab wann kann man sagen, ein Histogramm ist ähnlich? Das ist so eine Frage, das kann man da bei Transformationen berechnen auch einstellen. Und in diesen Bildern kann man eigentlich einfach gucken, ab wie vielen Punkten kann man in etwa sagen, da gibt es nicht mehr so viele, die müssen sich ähnlich sein. Ja, und das letzte Bild zeigt einfach noch, bringt es überhaupt was, die Transformation zu berechnen? Da sind in einem Bild, hat jeder Punkt eine einzigartige Farbe. Im nächsten Bild ist jeder Punkt in der Farbe eingefärbt, was der korrespondierende Punkt aus dem anderen Bild wäre. Das sieht da jetzt ziemlich gut aus. Die Kiste ist alles gelb, das Runde ist alles grün. Das heißt, das passt ziemlich gut. Wenn im rechten Bild alle Punkte quer durcheinander sind, dann braucht man es gar nicht versuchen, dann rechnet man lieber gleich nochmal neue FPS-Pfads aus. Ja. Genau, jetzt nochmal zur Veranschaulichung für den Radius. Was ist da so wichtig? Das sieht man hier ganz gut an den normalen. Im linken Bild ist da ein ziemlich kleiner Radius gewählt. Da sind alle normalen quer durcheinander, einfach weil man sie nicht gut schätzen kann. Das ist total verrauscht. Das mittlere Bild ist ziemlich gut, das hatte ich ja auch am Anfang gezeigt. Im rechten Bild ist es dann viel zu großer Radius. Da sind die normalen alle in die gleiche Richtung. Da sieht man gar nichts mehr. Also da ist überhaupt keine Unterscheidung möglich. Ja, und daran sieht man halt zum Beispiel, Parameter Radius ist ziemlich wichtig, sonst ist gleich der erste Schritt schon falsch. Ja, und jetzt am Schluss habe ich noch ein paar Bilder von unseren Ergebnissen, die wir da so rausbekommen haben. So kann dann ein Ergebnis aussehen. Da sieht man, die liegen jetzt nicht ganz übereinander. Also gerade an der Kiste sieht man, das ist ein bisschen abweichend, das macht aber nichts, weil das, was wir hier implementiert haben, soll nur so eine erste Schätzung sein. Das kann man dann noch mit einem Optimierer verbessern und das ist jetzt so der Anfangspunkt für diesen Optimierer. Noch ein weiteres Ergebnis, das ist jetzt nicht ganz so gut geworden. Da sieht man bei der Rundung, die sind ziemlich weit weg. Kann auch mal passieren, da sind dann halt die Parameter nicht so gut gewählt. Das ist halt ziemlich schwierig. Und als letztes Bild, das ist ziemlich gut, da liegt eigentlich alles relativ nah beieinander. Ja. Das war's so von meiner Seite. Habt ihr noch irgendwelche Fragen?
Gibt es Fragen? Traut sich noch keiner? Dann stelle ich mal eine, während die anderen sich im Hintergrund schon bereithalten. Wenn man das jetzt einigermaßen gut kann, diese Kiste und die Tasse erkennen und so weiter, was wäre denn jetzt eine Anwendung davon, wenn ich sage, ich habe jetzt irgendwie in meinem Haus an allen Ecken und Enden irgendwelche Kinects rumstehen, die meine Objekte erkennen? Das ist letztendlich eine Objekterkennung, das kann dann relativ zuverlässig auch gut Objekte erkennen, was vielleicht, wenn man nur eine Draufsicht hätte, nicht so einfach wäre. Mhm. Ja, also zum Beispiel Tasse jetzt von einem Becher unterscheiden, der hier keinen Henkel hat, ja, ginge besser, wenn man das zuordnen kann. Okay, und erkennt es auch neue Objekte? Also wenn da jetzt ein Osterhase steht das und ich weiß nicht, dass das ein Osterhase ist, kann ich dann das System fragen, hör mal zu, was ist dieses dritte Objekt hier? Das kommt ja dann auf das System an, wo man es dran anschließt. Das macht ja das hier gar nicht. Das ist das klassifiziert als irgendein bestimmtes Objekt. Okay, hat jetzt noch jemand eine Frage, nachdem Sie gemerkt haben, dass es gar nicht so schwierig ist, irgendwelche Fragen zu stellen? So sinnvoll oder sinnlos sie auch sein mögen. Immer noch niemand. Gut, dann vielen herzlichen Dank für die Vorstellung. Luisa, nochmal einen großen Applaus.